Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Sacred 2 Diablo 2 Fallen Mod Let's Play. Jo, wir sind hier wieder in einem Charakter-Erstellungsbildschirm. Luxtra beim LOL heißt einfach Lichtstrahl LOL. Ich habe mich ja gesagt, jo, es ist ein bisschen zu eingeschränkt, den Knochensperrbeet zu machen, leider wieder. Irgendwie ist der Totenbeschwörer einfach nicht gut genug. Er leidet an Bugs und an langsamer Attack Speed und so. Also Cast Speed. Es wäre vielleicht auch noch gegangen, Giftdolch oder wie die Fähigkeit heißt. Aber wenn man nicht weiterkommt, man muss halt eine Lösung finden. Und ich habe mir Items gefarmt, 5 Stunden lang. Sind nicht so gute Items gedroppt, einfach zu wenig. Aber dann plötzlich zu hohe. Und da habe ich gesagt, na, jetzt muss ich leider wieder nochmals kurz dorthin rushen, wo wir waren, und da mache ich am liebsten mit euch natürlich, dass ihr alles seht, was ich so als Charakter, neuen Charakter erlebe, meine Reaktionen auch anhören könnt, also wenn ich alles überspringen würde. Für euch ist es hoffentlich einfach nicht gerade so hart, wenn ich halt einfach etwas ausprobieren muss. Der Mod ist sehr schwer. Und ja, einfach ungerecht. Man hat nicht viele Informationen. Man muss alles lernen. Was das Hauptspiel eigentlich ja schon ziemlich gut macht, dass viele Builds spielbar sind, sind einfach in diesem Mod viele Builds ohne richtige Items, gute Items oder so, nicht spielbar. Sorry. Also es ist einfach ein bisschen frech. Es ist ein bisschen. Die Unterstützung ist nicht so da, wenn ein Spiel so schwer ist, dass du taktisch so gewaltig sein musst. Jetzt hoffe ich einfach, dass die Abklingzeit echt runter geht. Wird schon gehen. Sonst zu lange Blitz. Ich glaube, ich setze mal Blitz ein. Also ich werde beide zeigen kurz. So, wir müssen einfach die Hauptquests und die Charakterquests machen. Mehr müssen wir nicht machen. Wir können durchrushen. Also das ist jetzt der Licht. Die Lichtsäule, genau. Ich bekomme aber wir sind schon an. Ja, die Abklingzeit ist zu hoch. Es ist nicht gerade so los. Gut. Also. Ah, ich habe ja noch einen Bug. Fanatismus auch nicht gerade so toll am Anfang. Vielleicht werden einfach die Skills auch erst später wirklich, also mit mehreren Runen drin, dann besser. Aber für den Anfang, also ich bin leider noch am Anfang, weil ich ja noch nicht so viel Zeit habe. Doch schon ziemlich hat sehr schwach, also sehr aufwendig zum Spielen. Und die Gegner machen ja wirklich megasten Schaden. Also ich habe jetzt wirklich mit meinem dritten Necromancer, den ich jetzt zum Farmen brachte, Handel und dieses Glück, geschärfte Sinne oder so. Oder? Also wird ja nicht angezeigt noch. Halt schon dann wirklich so, dass du eigentlich dann hauptsächlich nur auf Defensive halten kannst. Dafür findest du bessere Items. Nur eben, es bringt nichts, Handel zu nehmen, es bringt nichts, geschärfte Sinne zu nehmen. Es wird einfach nur schwieriger in diesem Mod. Es ist einfach unglaublich, alles ist einfach schlecht skaliert. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Last Epoch ja nie so irgendwie der Fall. Trotzdem ist es dort halt auch sehr itemabhängig, weil du auch ja, viel aushalten musst. Und dort habe ich auch ein Budenbild jetzt. Also da werden wir vielleicht ab und zu noch sterben, weil wir einfach im Nahkampf sein müssen. Aber dort ist der Reef. Das heißt zerreißen auf Deutsch, wenn ihr auf Deutsch spielt. Und da musst du wirklich im Nahkampf sein. Aber da bin ich jetzt schon viel besser geworden. Weil dort gibt es dann einfach Fähigkeiten, die ich mega schnell machen. Und durch die Schnelligkeit bin ich jetzt wirklich auch safer geworden. Also wenn du nur auf Defensive gehst und Reef hat einfach sehr viel Schaden macht, im Grunde auf. Das gibt es hier irgendwie nicht so. Wenn du sehr viel Schaden machen willst, musst du sehr lange warten, bis du den Skill wieder einsetzen willst. Kannst. Ja gut. Also ich bin jetzt gerade noch am Gegner killen. Also ich werde einfach die nachfolgenden Gegner auch killen, wenn ich weniger Abklingzeit habe. So, jetzt erstmal ein Level holen. Level Skin. Ja, Intelligenz ist ja Lichtsäule, ist ein magischer Angriff.
Dann machen wir wirklich kein Handel und keine Geschäfte sind oder so. Und ich mache einfach eine zweite Seraphim gleichzeitig, wenn ich kurz Zeit habe zum Spielen. Also heißt das einfach Himmelsmagie-Fokus und dann haben Himmelsmagie Kunde, oder? Und das haben wir hier für einen Buff. Heilen, ah, das ist Feuer, Holy Fire, heiliges Feuer. Und Bekehrung, das ist. Ist es nicht Empfindlichkeit, ist das Überzeugung, heißt es auf Deutsch. Convocation oder so etwas auf Englisch. Nehmen wir das. Habe ich aber in die Rune nicht. Und ja, da kann ich nochmal einen Punkt einsetzen. Und habe dann wahrscheinlich bald Modifikator Punkt Nummer 1. So, wunderbar. Ah, der Stab wollte ich kurz besser schauen. Sichtweite. Oh, ich will sechsten. Ich will die Map aufklären. Das ist scheinbar wirklich nicht die Kamera gemeint, sondern wie viel man auf der Karte rechts oben, also vom Schwarzen entfernt, habe ich nie geskillt. Und so eben, Rüstungsmagie heißt nicht, man bekommt einfach die Rüstungsmagie noch dazu, wenn man nicht hat. Rüstungsmagie, dann hat man 0. Egal wie viel Prozentsatz rechts da. Es ist einfach schwer, jetzt am Anfang das noch zu holen, solange man nicht mehr Resistenzmodifikatoren hat auf den Items allgemein. Jo, und später gibt es ja auch die Runen links unten. Also, was ist das jetzt? Schockwelle haben wir noch nicht. Schockwelle der alten Ahnen. Das ist über. Nein, das ist. Das ist Gebet, glaube ich. Ich muss wieder Diablo 3 spielen. Diablo 2. Ich bin heute sehr weit unterwegs gewesen. Ich habe jetzt am Wochenende eigentlich fast nicht Zeit gehabt. Also kurz hochladen in der Nacht und dann freizuschalten die Videos. So war ich wirklich nicht am PC. Auch weil ich wirklich nicht schlafen konnte. Ich habe so Schwindel in der Nacht, den niedrigen Blutdruck und auch Übelkeit in der Nacht. Ich weiß noch nicht, ich kann einfach nicht schlafen und am Tag kann ich sowieso nicht schlafen. Ja, es ist einfach dieser Schlaf. Ich muss nicht schlafen, aber ich sollte schlafen. Weil ich habe eine mega gute Erholung, oder? Ich kann ziemlich gut den Schlaf durch einfach herum faulenzen, kann ich recht gut regenerieren. Mein Körper ist halt wirklich einzigartig. Ah, da kannst du nicht irgendwie andere als Vorbild nehmen. Also das heißt ja, das ist gesund und das ist nicht gesund. Das funktioniert einfach ganz anders. Ich bin halt wirklich ein Drache. Die Drachen sind also Menschen, benehmen sich wie Menschen, aber sind aber irgendwie einfach anders. Nein. Drachen gibt es nicht. Aber Drachen gibt es halt einfach irgendwie als Name bei den Komodowaran-ähnlichen Typen. Tieren oder so. Basilisk zum Beispiel. Ja, Basilisk Asbal. Ist bei uns ein Drachen. Hat nichts mit dem Basilisk zu tun. Als Tier. Und ist halt wirklich schon ein stolzer Drachen. Das ist wirklich süß. Ja, er ist eine Mischung, er ist so wie ein Wolpertiger oder so, einfach mehrere Tiere miteinander vermischt. Ich glaube, er hat einen Küken oder also einen Huhn, den Hahn als Kopf, einen Schlangenhals oder einen Schlangenschwanz, Flügel, weiß nicht von welchem Tier, einfach Eidechsenflügel. Wie heißt die Flugeidechse oder so? Ah, das hat ja die Ohren, ja, als Flügel oder Flügelformen. Und sicher noch andere Tiere, aber. Ja, ich bin ein schlechter Basler, ich weiß. Also, ich bin aufgewachsen schon in Basel-Land, aber im Solothurn natürlich meine Eltern, also die sind von dort. Ich bin Solothurner. Und Solothurn ist einfach südlich zwischen Bern und Basel. Auch ein Kanton oder ein Bundesland, wie ihr nennt, oder andere nennen. Die Deutschen. Und da ist gemütlich hier. Pharmastadt halt und ja, Jura, Plattenjura. Jo,
Das ist empfehlenswert. Also überall auf der Welt ist sicher das empfehlenswert zum Reisen. Aber wir sind noch Gamer, wir haben keine Zeit zum Reisen. Also ich brauche nicht. Ich muss ja noch Fußball spielen für viel. Ich muss ja meine Freunde immer wieder treffen. Die sind ganz nett. Also ich habe sehr nette Freunde. Ja, in YouTube habe ich jetzt zum Beispiel auch so langsam gute Freunde. Natürlich eher von Twitch noch, aber auf Twitch muss ich auch wieder erst wieder livestreamen können mit meinem Schrott-PC, der sich immer überhitzt. Es ist, der PC, der hat immer Leistung bei 1-2% in den Spielen, also bei GTA vielleicht 14% oder so. Er ist unterfordert, aber er hetzt sich zu schnell, weil er irgendwie die Wasserkühlung einfach nicht richtig funktioniert mehr. Oder gar nie richtig funktioniert hat scheinbar. Da hat irgendjemand bei diesem Steg Electronics in Basel das einfach falsch zusammengebaut und ja, die sind jetzt bankrott. Vielleicht sind sie deshalb bankrott, weil sie mir einfach etwas verkauft haben, das nicht richtig funktioniert. Jetzt hole ich mir einfach bald einen neuen PC. Ich muss aber wirklich lange noch sparen oder jetzt wirklich einen Beruf nehmen und dann habe ich leider wieder ein bisschen weniger Zeit. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie viele Videos wollt ihr, habt ihr nötig, also dass es euch auch glücklich macht mit mir. Ich weiß, dass es nicht so viele so lange schauen, aber das ist ja einfach der Durchschnitt, der ist immer ein bisschen reduziert. Und ja, ich will einfach mit euch ein bisschen mehr reden können. Das ist so aus wie ein Amulett. Liebe Zaubergeschwindigkeit ist so, mit so viel Abklingzeiten. Und schnelle Ausführung jetzt auch nicht unbedingt wichtig. So, wie ihr seht, da der Darth Vader zweimal gefunden. Ich habe ein paar Seraphim Set. Ich habe zum Beispiel hier gute Zauberstäbe. Aber alles hat verspätet. Die Drop-Chance ist am Anfang einfach katastrophal. Später ein bisschen motivierender, aber vielleicht dann ab Level 40. Aber ich glaube, mein höchster der neue Nekromant ist mit Level 40 dann ja plus dann noch viel mehr. Es multipliziert sich halt immer mehr. Und die Regionen werden auch besser. Weil zum Beispiel der Grunwald, das heißt Grunwald vielleicht im Englischen, aber eigentlich Grünwald, hat richtig reduziert worden von den Drops und von den Gegnern, die kommen. Ich habe irgendwie so ein bisschen ein Problem, das zu sehen. Die hellblaue Farbe ist nicht so gut sichtbar. Lieber das Dunkelrot. Findet ihr das auch, dass es ein bisschen zu grell ist? Es ist ja einfach diese Überbeleuchtung, die in diesem Spiel hat, auch ziemlich heftig ist. Ich mag Überbeleuchtung überhaupt. Ich habe genug gute Augen, dass sie schön aussieht. Da brauchst du nicht eine Überbeleuchtung. Das sieht hässlicher für mich aus als ohne Überbeleuchtung. Und vor allem Unschärfe. Es muss keine Unschärfe sein, weil das meistens bei den Fotokameras oder so entstanden ist. Wegen dem Winkel, also wegen dem Fokus. Und das hast du im Auge eigentlich nie. Das Auge ist so komplex, das kann alles entfokussieren, alles scharf machen im Hintergrund. Ich will lieber so die Grafik haben wie im echten Leben, realistisch. Es ist für mich einfach tausendmal besser so. Ja, dann heißt es wieder, ja, die Grafik altert dann zu langsam, zu schnell. Und ich bin einfach einer, der das gar nicht dann sieht. Also, ich mag realistische Spiele, die alt sind, besser. Mehr als dann einfach irgendwelche Comic-Grafik. Also zum Beispiel, sagen wir mal World of Warcraft. Das sieht jetzt für mich mega langweilig aus. Einfach zu undetailliert und zu unscharf. Und zum Beispiel das Gegenteil, sagen wir, Elder Scrolls Online sieht für mich, also es ist ja viel neuer, aber es sieht für mich einfach immer noch spitzenmäßig aus. Also spitzenmäßig nicht, aber sieht sehr, sehr schön aus. Ja, EverQuest ist auch ein bisschen Comic-Grafik. Es sind so viele MMORPGs Comic-Grafik. Champions of Regnum, wo ich ja auch so Fan war, ist natürlich auch irgendwie. Das muss ich machen. Ich brauche diese passiven Punkte, Fähigkeitenpunkte und Skillpunkte.
Attributspunkte, genau. Und es ist jetzt in diesem Mod halt sehr, sehr wichtig, dass du da wirklich auch, ich glaube, die Quests wurden im Community Patch auch wieder reduziert, dass die nicht mehr, also diese Quests, die es geben werden, sind nicht mehr so da, also weniger geworden. Einfach aus Balancengründen. Damals war es sehr motivierend. Aber eben, man wurde auch übermächtig dadurch. Genau. Also. Grafik, das ist halt immer unterschiedlich. Man sieht ja eigentlich auch immer unterschiedlich. Es wurde mal gesagt, also es wurde mal gesagt, es wird einfach gesagt, dass jeder Mensch anders sieht. Andere Farben. Oder? Für mich ist vielleicht gelb halt etwas, jo, aufwendiger und für euch ist vielleicht grün aufwendiger und mehr sehr unaufwendig zum Schauen. Weil es einfach anders aussieht. Gelb kann grün sein, grün kann gelb sein. Also, oder blau kann gelb sein. Grün kann, ja, nein, einfach so, oder? Also, man weiß es nicht, weil jeder halt irgendwie alles so sieht, wie er sieht. Also, dass er blau immer schon so blau sieht, wie es im blauen Ding, oder? Also, und dann wird einfach zu viel gestritten, oh, das Spiel hat eine schlechte Grafik, oder? Die Leute wollen nur irgendwas Gutes sehen. Also, noch bessere Grafik. Mir reicht Sacred 2. Das ist anspruchslos. So, dass man jetzt wirklich nicht mehr braucht. Schwer zu sagen, gell? Jetzt bin ich heute schon so am Reden und jetzt muss ich noch ein paar Folgen aufnehmen und das um 20.36 Uhr. Ich habe einfach kaum Zeit. Ich muss jetzt momentan einfach gesunder leben. Muss so viel Sport machen. Da würden andere nach 1% schon aufhören, wie ich Sport mache. Weil der ist da hier durchgelaufen. Schönbock. Keine Barriere, keine Mesh. Ja gut, dann läufst du auch komisch. Seraphim. Ich habe sie jetzt noch nie so gemacht. Ich habe irgendwie blonde Haare bei der Seraphim gar nicht so gehört. Ich habe mal die langen Dinger, die gibt es jetzt hier im Mod gar nicht mehr. Diese langen, wie sagt man denn? Ponys. Das, so schräg auf der Seite. Aber das ist mittlerweile irgendwie ein bisschen komisch. Damals, als es neu war, ja, habe ich es eigentlich schon gerne gehabt noch. Aber man gewöhnt sich zu stark dran wahrscheinlich. Ja, es ist, die Quest ist sehr uninteressant, ich weiß. Und halt, weil wir noch schwach sind, können wir jetzt auch nicht jede Quest durchrushen schon. Der Mod ist halt hart. Das ist die Orks. Ich war bei der Ork-Region. Das kurz zeigen. Hier unten. Und hier gibt es ein Eiselementar und einen Troll. Die haben mich fast gewonshottet. Ich bin immer abgehalten seitlich. Und habe mich gedreht und habe einfach diese Knochenspeersache gemacht. Und meine Skelettmage, die ich übrigens auch sehr gut geskillt habe, also hoch geskillt habe. Die haben halt einfach den Knochenspeer sehr langsam gemacht, aber sehr stark. Selber angegriffen, die haben irgendwie 900 Schaden gemacht und trotzdem. Der Gegner ist so zäh. Ah, genau, wegen der Bug-Quest habe ich die Quest jetzt auch machen müssen. Stimmt, hab ich so vergessen. Die Quest, die einfach das Spiel fertig macht, weil die Bugs einfach gesammelt sind. Die gebugfixet wurden schon. Sacred 2 hat halt schon immer noch viele Bugs, aber. Hat ja Sacred, hat ja Last Epoch auch und trotzdem liebe ich das Spiel ja so sehr. Sacred 2 liebe ich auch sehr und ich höre Bugs. Für mich ist Negatives gar nicht schlimm. Also, ich meine, ich liebe sowieso so mega viele Spiele, so wie sie sind. Trotzdem habe ich immer gerne, wenn es noch besser wird, natürlich. Aber nörgeln, ich kann nicht irgendwie nörgeln. Ich kann nur kritisieren, aber halt das wirklich auch
Ja, dass es für mich auch besser ist. Dafür kann ich auch sehr viel loben. Und ja, Kritik ist ja eigentlich auch wichtig zum Lernen. Also, dass die Bilder auch besser werden, die man macht, also als Entwickler. Sind sowieso viele Entwickler so langsam echt wirklich gut im Sachen aushalten, kritisiert werden. Aber jo, man muss auch etwas machen dann. Das macht jetzt zum Beispiel Last Epoch, aber Sacred 2 macht's, in Sacred 2 macht es ja niemand mehr. Sacred 3 ist ja ganz anders und auch schlechter. Also es könnte ja ein Sacred 4 mal ertragen, das wieder wie Sacred 2 ist, oder Sacred 1 sogar. In noch besser. Aber man braucht es jetzt nicht unbedingt so. Vielleicht ein anderes Spiel, das ähnlich ist. Oder ich muss wieder alles machen. Was ich heute schon wieder geleistet habe, das machen andere in einem Monat. Es ist aber irgendwie, ich bin so fleißig geworden, dadurch, dass es mir einfach, dass ich wieder gesünder bin und die Kamera spinnt jetzt momentan leider auch ein bisschen. So, habe ich die Heiltränke geholt im Tempel, ich glaube ja. So, genau diese Quest ist halt ein bisschen schwierig noch, aber ich mache es jetzt mal, wenn wir sterben, dann sterben wir halt. Soll ich die Runen? Ja. Die Runenquest mache ich auch noch. Und dann müssen wir eigentlich keine Quest machen. Den Bär müssen wir auch erst Ende Ork-Region dann holen. Dann einfach nochmals die Waypoints holen. Die sind eigentlich gut platziert. Also können wir da richtig schnell hochkommen. Und dann macht es eigentlich auch mehr Spaß, wenn ich dann wieder Level 30 plus, ich glaube Level 36 wurde ich im letzten Part. Aber einfach zu schwach. Es ist einfach sehr schwer. Ich würde euch mega langweilen müssen, die Gegner einfach so lange angreifen müssen und es hat mega auf Abklingzeiten gehen und auf Cast Speed. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, den Farming Charakter auch noch zu spielen und euch dann eben auch sonst immer das Sterben zeigen und dann die Gegner halt wirklich übertrieben lange aushalten und so. So, Abklingzeiten. Boah, hört sich so viel Schaden. Was ist denn los in dieser. Ja, es ist. Okay, ich mache das jetzt noch nicht. Wenn die rare Gegner so viel Schaden zwischendurch machen, dass ich da die ganze Zeit Heiltränke trinken muss, dann sterbe, weil ich keine Heiltränke mehr habe, dann mache ich etwas anders. Es ist unfair, es ist wirklich ein unfairer Mod. Aber es ist der tollste Mod. Es gibt nicht so viele Mods. Die meisten sind nur Skins oder irgendwelche Items. Und das ist halt wirklich eine Total-Conversion fast. Also alles aus Diablo 2 mit reingebracht und so der Soundtrack auch ein bisschen von Torchlight 1. Die Grafik wurde ein bisschen schöner gemacht. Ja. Und was alles noch. Also auch die ganzen Items. Dafür der Schwierigkeitsgrad ins endlose Unfaire gesetzt. Ja, es ist gar nicht so schwer, aber man muss halt wirklich auch reaktionsschnell sein. Und auch wirklich farmen. Ich habe so wenig Zeit. Ich möchte es im Let's Play auch nicht so endlos machen. Ich sehe viele Let's Player heutzutage, die nehmen sich so lange Zeit fürs Spiel oder machen das in Livestreams und haben dadurch einfach langweiligeres Gameplay, weil die dort alles machen und zeigen müssen. Und ist dann einfach für mich vor allem dann doch extrem langweilig. Aber ich schaue Videos. Ich nehme mir Zeit, Videos zu schauen. Auch wenn sie langweilig sind. Sind einfach langweilig. Ich schaue sie trotzdem. Ich unterstütze eben auch sehr viele Let's Player. Livestreamen natürlich auch immer zwischendurch. Aber bei Livestreams habe ich so zur Zeit, ich muss länger Zeit, also muss ich länger Zeit haben als 30 Minuten ungefähr. Und halt auch ein bisschen mitreden, mit diskutieren, das kann ich ja nicht immer. Jetzt ist die Frage. Rüstungskunde, hä? Noch Rüstungskunde, aber ich muss unbedingt dann Himmelsmagiekunde haben. Aber die Punkte wirklich jetzt halt. Wer ist denn Himmelsmagiekunde?
Oder doch in Rüstungskunde und dann andere Sachen freischalten, die noch defensiver sind. Aber ich will ja auch genügend Schaden machen. Ja. Wie macht ihr das, wenn ihr so, ja, ohne Geiz spielt? Gibt keine Geiz für diesen Mod wahrscheinlich. Es gibt ja nicht mal diese Skill-Bonis. Die sind alle noch vom Hauptspiel. Der Motor muss mehr machen. Aber es ist so viel motivierend. Das kannst du ausprobieren und sonst mit einem Charaktertrainer zurücksetzen, wenn du nicht zufrieden bist mit einem Boni. Die du überhaupt eben nicht so gerade siehst. Also manchmal ist die Entfernung größer, also AOE ist größer oder mehr Geschosse oder so. Aber vieles sieht man wirklich nicht, das merkt man auch nicht. Gut genug. Also, wir sind bald oben und da macht es wieder viel mehr Spaß. Also in der Ork-Region habe ich gemerkt, das sind wirklich tolle Gegner. Sehr taktisch, sehr, sehr, sehr gutes Gameplay. Wenn es nicht so schwer wäre. Also, Lichtsäule, Hypnose, Blenden. Gezogen, das gibt's nicht. Das wirkt anders, also es wird nicht mehr gezogen, wenn ich das nehme. Das untere Blenden hat auch irgendwie keinen Einfluss. Ich sehe nicht, dass die Gegner geblendet werden. Wie sieht denn der Effekt aus, wenn Gegner geblendet sind? Ich glaube, ein kleines Sternchen oder so. So ein Effekt, der so ein bisschen blendet. Ja, schwer zu sagen. Ich entscheide mich einfach für oben. Ich entscheide mich eher für unten. In den Ding, es ist ja so ein kurzen. Es ist nicht mehr diese Säule, die bleibt längere Zeit. Also ja, einfach ganz wenig AOE. Das war im Hauptspiel Lichtsäule war wirklich nicht gut, finde ich. Es war irgendwie so richtig aufwendig zu spielen. Ich nehme unten. Jo. Und Skille jetzt erstmal voll, also Goldmod auch nehmen. Ah, ich muss ja gar nicht rein, weil ich ja die Quest gar nicht fertig mache. Zu schwierig, Darker hat Angst. Ich habe irgendwie nie Angst, aber irgendwas zu schwer zu haben, ich möchte es einfach nicht machen. Es ist meine Nerven, die ja so kaputt sind, so schmerzhaft sind, halt auch ein bisschen zu aufwendiger. Wenn wir nicht Schmerzen haben, wenn ich für euch irgendwas zeige. Also es ist einfach für mich schwieriger als für andere Menschen. Oder für mich besonders schwierig. Ich habe zwei Sachen, die Nerven betreffen. Und zwei Krankheiten. Und hey, ich will treffen. Und für Leute, die gleiche Nervenkrankheit haben, ME/CFS, ist es ein bisschen aufwendiger oder auch ein bisschen aufwendiger. Aber so viel schlimmer, als ihr denkt vielleicht. Aber ja. Und ich habe ja noch die bei Step 1. Das hat ja auch noch einen großen Einfluss. Ich bin so krank. Naja, ich tue eigentlich sonst nie am. Mach's auch nicht gut. Ich bin ein Mensch, der ist einfach mehr als ein Mensch. Da sind mehrere Menschen hier drin. Ich erlebe viel, ich kann viel aushalten, ich kann viel machen. Ich will viel machen. Aber manches kann ich auch nicht perfekt machen, weil ich einfach zu wenig Zeit habe. So. Also ein guter Let's Player mit mehreren Videos, die sehr aufwendig bearbeitet wurden, kann ich einfach nicht machen. Ich brauche auch zu lange zum Schneiden. Also ich habe einfach auch kein Programm, das genug schnell ist zum Bearbeiten. Und ja, ich kann schon wirklich Adobe Premiere oder so holen. Eigentlich jetzt schon. Aber was ist, wenn ich einfach eben kaum Zeit habe? Ich gebe Geld pro Monat aus für nichts. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Ja, immerhin sind die Thumbnails ein bisschen clean und schön. Ich glaube immer, dass ich wirklich ein schönes Bild habe. Aber ich finde es auch besser so. Wenn nicht irgendwas drauf ist.
Es werden wahrscheinlich die Videos einfach weniger geklickt so. Oder das Video wird angeschaut, der Titel wird angeschaut und dadurch habe ich jetzt auch vielleicht, ja, doch auch Zuschauer, oder? Wenn es schöne Bilder sind, ist es wichtiger. Der ist ja meistens davor gemacht. Jetzt habe ich halt jetzt gerade kein Bild, weil ich ja den Charakter erst erstellt habe. Da werde ich jetzt danach einfach ein Bild machen. Wenn ich mich vielleicht ein bisschen ausziehen, dass er nicht gespült ist und so. Ich zeige einfach wie so die Natur. Ich verstecke den Charakter. Irgendwo in einem Stein. Oder in einem Busch geht nicht. Ja. Sonst eben hochladen geht langsam wirklich lange auf YouTube. Die haben wieder irgendwelche Verzögerungen bei der Videobearbeitung. Momentan ist echt schlimm. Und ihr habt es wahrscheinlich auch, wenn ihr Adblocker benutzt. Ich kann halt einfach nicht so viel Werbung schauen. Ich muss Adblocker haben, es geht nicht anders. Ich kann den Leuten spenden, wenn sie unbedingt Geld brauchen. Aber Werbung nötig zu haben, ist wirklich schlimm. Soll nicht so Werbung sein, war nicht so aufwendige, zeitlich aufwendige oder nervige. Aber Werbung muss immer so nervig wie möglich sein, oder? Wieso? Was ist Werbung überhaupt? Ist das ein Sklave? Ist das, dass der Mensch Sklaven-Erfahrung macht, oder? Ist das eine Sklaverei? Der Mensch braucht immer mehr Werbung. Wo ist Heim? Okay, schön. Was kann ich gebrauchen? Macht aber sehr wenig Schaden am Anfang. 7, glaube ich, oder so. Schwertfeuer ist da unten links. Und ja. Habe ich schon eine? Gut, gut. Ja, in letzter Zeit bin ich auch ein bisschen angestrengt. Also ich bin nicht mehr so langsam bequem und so. Aha. Schon wieder ein gelber Gegner. Also, ein Ding ist einfach noch schlecht. Das ist. Ah. Wieso gehe ich eigentlich so weit weg, wenn ich da angreifen soll, lieber? Also, rare Gegner, die sind wirklich sehr, sehr viel stärker geworden. Ist aber bei Intention Edition auch so gewesen, vorher Intention Spells. Da gab es aber nicht mehr so Updates. Also ich habe es ja gezeigt ein bisschen in Livestreams. Und ja, die Aufzeichnungen sind sich noch in meinem Kanal. Also YouTube-Kanal. Jo. Hat auch gute Aufrufe einer der Livestreams. Sicher mehrere. Aber Sacred 2 ist halt auch wirklich ein Spiel, was die Deutschen gerne also in Nostalgie schwelgen und die Deutschen, also auch Schweiz und Österreich und so, deutschsprachigen, die sind halt stolz. Also du machst 16 Schaden scheinbar an diesem Gegner. Brauche ich nicht so. Und das ist wirklich Widerstandsschwund. Ich hätte gerne Informationen über Schwie. 48, 46 wäre ein normaler Gegner. Bei dem. Jetzt haben wir hier noch einen normalen Gegner, der einzeln ist. Treffer bitte. 32. 3 Schaden mehr vielleicht. Später wahrscheinlich sehr, sehr viel besser. Solche Sachen sind natürlich dann immer effizienter, und irgendwann im Endgame hast du dann mehrere hundert bis tausend Schaden mehr. Ja, lassen wir das noch so spät. Ja, ja. Du brauchst einfach eine mega weite Strecke, bis du Zielsuchend bist, aber. Schaut euch das an, das ist so langsam so.
Ich glaube, das ist ein interessantes Spiel. Ist aber bei Diablo 2 doch auch nicht spielbar gewesen, oder? Nur in Mods. Und da, wenn es wirklich besser läuft, also es läuft eigentlich schon gut, aber die Auflösung ist halt viel zu gering, kann ich wirklich dann auch gerne Diablo 2 Mods auch zocken. Die sind wirklich sehr gut. Aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr so wollt. Jetzt momentan schon noch genügend Projekte, die ich auch noch machen möchte. Eins ist ja Cities Skylines 2. Ob mein PC genug stark ist, das ist so aufwendig grafisch. Wahnsinn. Dann auch Transport Fever 2 wieder weiter, neue Season, also eine gute Season mal machen. Und ja, die meisten machen wirklich Sandbox, da mache ich leider noch nicht, oder ich habe einfach noch nicht so die Interesse. Ohne viele Mods. Da muss ich noch ein bisschen warten. Dafür die Kampagne eventuell nicht. Hm. Ja, ich möchte jetzt einfach gerade nicht wieder neu anfangen wegen dem Windows 11 auf Windows 10 zurück und Festplatten. Dass ich die Save Dates nicht mehr habe scheinbar. Ja, es ist auch zäh gewesen wegen Steam halt. Muss ich vielleicht auch mal ein bisschen ändern. Wo es gespeichert wird. Dabei habe ich D und I. Ich glaube D und E. Hat wirklich SSD und hat eigentlich mehr Sinn. Ja, was ist das? Das ist eine Rüstung. Ah, jetzt sehe ich es besser. Also auf dem dunklen Hintergrund. Sichtweite. So, also jetzt kann man einfach nicht so viele gute Items behandeln, eigentlich fast gar keine. Schadenmagie ist ziemlich gut. 6,6. Nehme ich dafür diese. Also Zaubergeschwindigkeit ist immer am Anfang recht gering. Nützt nicht viel. Also bei so Space, die sehr langsam sind, hilft es nicht viel. Natürlich ist es Prozentsatz, das hilft schon ein bisschen mehr, aber langsam ist einfach langsam. Es wird nicht schneller. Nicht so sehr schneller, wie man es gerne hätte bei schnellen Skis. Da muss ein mehr Prozent oder nicht in Prozent gerechnet werden. Jo, da haben wir recht viel MF. Also Chance, magische Funde ist sehr effizient, wenn es gelb ist. Blau ist wirklich nicht gerade so effizient. Keine Ahnung, ob das irgendwie anders gerechnet wird. Oder einfach viel mehr Prozent, je ihr es braucht, um effizienter zu sein. Ja, dann gehen wir natürlich dort weiter. So, jetzt mal Lichtsäule. Ich weiß ja nicht. Und fühlt sich immer schwach. Am Anfang. Also blenden geht. Das ist blenden. Ich wusste gar nicht, dass das so aussieht. Also hab's einfach ein bisschen vergessen. Aber der Stabangriff ist eigentlich ziemlich stark. Ohne so viele Modifikatoren. Was habe ich jetzt da eingesammelt? Wie ein Item hier. Ja, Gürtel wahrscheinlich. Ja, ist gut. Schärpe. Die Sherpas. Also ihr seht, es ist einfach sehr viel beschleunigt worden. Was ist es eigentlich für ein Assist Licht? Wie heißt das Kind? Irgendwie heilige. Diablo 2 ist ein bisschen hart. Ich habe ja ein bisschen Snay mal noch geletzplayt. Das ist ein Mod, wo du 500 Level hast. Und so über Dungeons und so richtig toller Mod. Und ich glaube einmal auch Median. Sigma heißt es, glaube ich, momentan. Ja. Heiliger Blitz. Nein, heiliger Blitz ist eben das da.
Ja. Ich denke wirklich, da noch ein bisschen vernachlässigen. Ja, vernachlässigen. Rüstungskunde ist viel zu wichtig. Und jetzt wirklich auch defensive Items ausrüsten. Wirk Reichweite muss ich jetzt nicht unbedingt so fest haben. Also wenn es solche, das ist. Also das untere ist wirklich Blenden. Das obere funktioniert nicht. Ich habe es getestet. Ich habe ein anderes, also Seraphim im Level 3 einfach gemacht und habe es getestet. Ja, schon 40. Okay, komm, machen wir eine Pause. Ich will wirklich, also es ist mir ein bisschen zu kurz, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist auch gut so, dass es kürzer ist. Ja, komm. Weil man kann es immer wieder cast, also ja. Ich wechsle vielleicht dann später. Aber jetzt momentan gut. Ich gehe zurück, damit ich nicht starte und da und dann ganz viele gelbe Gegner in der Nähe sind. Es tut aber nicht immer den Standard gut speichern. Also, ja, ich werde dann einfach die Gegner besiegen kurz. Und dann erst Aufnahme drücken. Ja. Wird schon gehen. Dann bis ja, dem nächsten Folge oder ja, Video. Dürft ihr eben gerne auch ein bisschen schreiben. Ja, habt's gut und bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss.